Shalom Aleichem, Wilk Wolcowicz. I get in touch, Max. Du bist gekommen, du, in Paris, du lebst in Grenoble. Ja. Ich lebe in Grenoble, aber ich bin geboren in Nancy. Bin gekommen in Grenoble, wenn ich bin gewesen 30, 31 Jahre alt. In deine Eltern stammen von wie? Meine Eltern kommen von Polen. Mein Vater ist geboren in der kleinen Stadt Podembitz neben Lodz. Lodz. Meine Mutter ist geboren in Lodz. Wie haben sie geheißen, deine Eltern? Meine Mutter hat geheißt Esther Malka Kellermann. In der Tat? Und mein Vater ist Chaim Wolcowicz. Aber man darf sagen, du bist der Psychoanalytiker. Jetzt bist du auf Pension. Du hast geheilt Kinder via Pädiater, ja. Via Doktor für Kinder, Kinderdoktor. Aber du bist gewesen auch der Psychoanalytiker. Ja. Du hast gemacht der Psychoanalyse von dir. Und du bist gewesen Psychoanalytikerin. Und jetzt bist du in Pension, du hast bloß ein paar Coinen jetzt. Ja, nicht verlangt. Nicht verlangt, noch ein paar... Ein paar Monate. Wenn ich jetzt um 75 Jahre erhoff, ich habe es gesagt. Du hast es gesagt, dass du wirst auf Ehren zu sein Psychoanalytiker. Das liebt zu sein Psychoanalytiker. Ja, es ist gewesen Familie, ein größer Maß. Ich bin gewesen Kinderarzt, er hat das lieb gehabt. Das Leben ist nicht so ganz recht. Wenn ich bin 33 Jahre alt geworden, also wie Jesus Christus, aber gemeint, was ist das für ein Leben? Und ich habe genommen einen Psychoanalysten dort in Grenoble und habe auch gemacht eine echte Psychoanalyse. Es hat gedauert 5 oder 6 Jahre. In dieser Zeit habe ich gemeint, jetzt sind ein Kinderarzt. Es ist gewesen, sie geht von mir ins Spital. Ich bin gewesen, in Interne, ich habe sehr lieb gehabt zu allen Kindern mit größer Maße, größer Krankheit. Wenn man in einer Stube ist man installiert, sieht man kleine Kinder, sie sehen, sie haben eine große Lust zu haben, Kinder mit Scheinen, mit Rät. Es ist nicht so interessant also wie in einem Hospital. Verstehst du? Warte. Und also ich habe gemeint, Psychoanalyse ist für mich mega interessant. Ich habe gelesen, in ganzen Freude, was ich habe gekannt, mich schaffen in Französisch. Ich habe gewillt zu werden als Psychoanalyst. Aber du hast gemacht eine Psychoanalyse mit einem berühmten Psychoanalytiker, was heißt euch mit Wladimir Granov? Ja, das ist die zweite Analyse, die ich gemacht habe, Pujurung der Norden. Lange gezahlt? Ja, es hat gedauert. 20 Jahre? Ja. Also, wenn du hast gesagt, du willst reden Jiddisch mit ihm, hat er gesagt, was? Er hat mir gesagt, das ist nicht eine Sprache, Französisch ist die Sprache verdenken. Jiddisch ist der Mameluschen, es ist nicht genug. Er hat gerade Jiddisch, kann auch. Er hat ein bisschen gelernt auch. Aber du bist gewesen zufrieden oder nicht zufrieden, wenn er hat gesagt, man redet nicht Jiddisch. Du. Er hat mir nicht gesagt, du kannst nicht reden, sie wart mit dem Jiddisch, Französisch ist besser zu arbeiten in Psychoanalyse. In das gemeint, er ist geracht?
Er ist gewesen gerade, sicher. Mein Jiddisch ist nicht so gut, mir kann ich reden, also geht, ein paar Werte, also ein paar Maße zu sein, ja. Aber die kannst du ein bisschen reden. Trachten, was man meint, was man empfiehlt, das ist nicht meine Sprache. Aber sind doch dein Mameluschen, nein? Sie mein Mameluschen, meine Eltern haben gewählt, als die Kinder sollen reden, ein guten Französisch. Und sie haben zusammen Jiddisch geredet und uns haben sie gefragt zu reden in Französisch. Wie viele Kinder sind denn gewesen? Mir sind gewesen zwei Kinder. Mein Bruder, das ist jetzt ein Teuter, zwei Jahre im. Wie hat er geheißen? Er hat geheißen Meier. Ah, Meier. Meier ist geboren in 1930. Er ist gestorben, er ist gewesen 79 Jahre. Was hat er gemacht in seinem Leben? Er ist gewesen, er sei wie mein Futter, ein Schneider. Ah. Mein Futter ist gewesen, ein Schneider. Mein Futter hat gelernt zu werden, ein Schneider in Lodge. Wenn er hat 14 Jahre alt gewesen, hat er gesucht sein Futter und seine alle Brüder, ich will nicht bleiben in Poddenbitz, in Verkäufen, in Trachten mit der Kien. Mein Kreuzfutter hat geheißt Wolle Wolkowicz, ist gewesen wie sagt man, der Mensch muss... Ein Schachter. Ein Schachter, ja. Und mein Futter hat nicht gewillt zu bleiben in dieser Masse. Ich bin gefahren nach Lodge, zu lernen zu sein ein Schneider. In wie alt bist du, Wilk? Ich bin 74 Jahre. Das heißt, du bist geboren in Fardemel gekommen? Ich bin geboren in 1938, ja. Und was ist geschehen mit deinem Spruch, in dem du gekommen bist? Du hast uns gezeigt, ein bisschen, Ich habe ein größtes Masel gewesen, in einer Kleinstädte, La Palisse, neben Vichy, 25 Kilometer von Vichy, dort von Pétain. Und es ist gewesen, dort Männer, viele Jiden, die Deutschen sind gekommen und man hat nicht gekannt, kein Warte. Mein Vater hat gewählt, geht nach Bordeaux, weil seine Familie ist gewesen in Amerika. Und hat gefragt, oben Visa. Ja, Visa zu gehen. Hat nicht geahnt, ist geblieben in La Palisse, ist geblieben 5 Jahre. Während des Krieges in La Palisse. Das ist ein kleines Städtel. Ein kleines Städtel. Man hat sehr groß Masel zu leben. Alle Jiden, die sind geblieben, in 1944 wie uns, sind deportiert gewesen. Uns hat man gekannt entlaufen. Also ich bin noch lebendig, kann ich dir das sagen, das Maße. Die gedenkst du ein bisschen die Zeit? Die ganzen, ich habe ein größeres... Ein Loch? Nein, ich kann... Die kannst du gedenken aus? Ja, alles. Le Muschel. Ich bin zwei Jahre alt, aber ganz... Was gedenkst du für zwei Jahre alt? Ich gedenke dort, wie die Deutschen sind gekommen, viele Wände früh. Ich gedenke mir zu gesehen, mein Bruder ist gewesen bei einem Fenster, hat gesagt, Tate, kick, ne, so ein Mitrailletten, Bixen. In meiner Mitte hat gesagt, schneller raus, mit Zitzacher weg von hinten. So hat gerettet in welcher Sprache? In Jiddisch. Meine Eltern haben gerettet auf Jiddisch. Mit sich entläuft, ist geblieben, also vor zwei Monaten in die Natur, wie sagt man, alte Poren, wo sollten wir uns behalten. Und es ist gewesen 1945, der Liberation. Wir sind zurückgekommen in La Palisse, noch geblieben ein paar Monate, den Norden ist wir zurückgekommen in Nancy. Es ist gar nicht geblieben in Nancy, aber wir hatten unser Appartement.
finde früher mein Kshatriya. Ich habe gelebt dort bis 20 Jahre, 22 Jahre. Und das gab es die Stuhl dort? Na, sie ist gewesen eine scheine Stuhl, sie ist gewesen jeden Zionisten, Kommunisten, ich bin gewesen ein bisschen Zionist, dennoch ein Kommunist. Es ist gewesen Scheinleiden, ja, mein Alter gewesen, gute Menschen, mit Gata Scheinleiden. Schönen Dank, Wilk. Continuez à parler. La police. La police.